Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind, dass wir auf diese Art und Weise miteinander verbunden sind. Unabhängig davon, wann Sie eingeschaltet haben und wo Sie gerade sind, jeder in seiner eigenen besonderen Situation und doch eingebunden in eine Gemeinschaft, die Trost und Halt spenden kann. So begrüße ich Sie zu unseren musikalischen Abendgebeten im Erzbistum Berlin, heute am Welttag der Kranken, aus der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin. Seit gut 15 Jahren gehört diese Kirche zum Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin, einem Krankenhaus für psychisch und suchtkranke Menschen. Menschen, die im Zusammenhang mit ihrer Krankheit straffällig wurden, die aber auch aufgrund ihrer Krankheit strafvermindert bzw. vollständig schuldunfähig sind. Das Ziel für diese Patientinnen und Patienten hier lautet offiziell Besserung und Sicherung. Am Ziel dieser sogenannten Besserung arbeite ich als Krankenhausseelsorger mit. Die vielen Einzelgespräche und Gruppengottesdienste auf den Stationen gewähren mir Einblick in die Nöte und Sehnsüchte der Patientinnen und Patienten. Oft sind es Schreie nach Vergebung, nach Heilung, nach Freiheit und nach Menschenwürde. Es freut mich, dass zum Welttag der Kranken auch dieser Menschen hier gedacht wird, deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit oft von Ängsten und von Distanz geprägt ist. Der Welttag der Kranken wurde 1993 anlässlich des Gedenkens an alle von Krankheiten heimgesuchten und gezeichneten Menschen von Papst Johannes Paul II. Eingeführt. Er wird jährlich am 11. Februar heute, dem Gedenktag unserer lieben Frau in Lourdes, begangen. Wir wollen am heutigen Tag besonders die Kranken ins Gebet, in unsere Mitte holen. Wir wollen zusammen beten, weil wir auf Gottes Hilfe hoffen. Wir hoffen und beten auch darum, dass wir uns gegenseitig helfen, besonders in diesen Zeiten. Besonders da, wo Krankheiten, nicht nur Covid-19, die Lebenspläne so vieler Menschen durchkreuzen. Behutsam leise nimmst du fort die Dämmerung von der Erde, sprichst jeden Morgen neu dein Wort, es werde Licht an diesem Morgen, in dem das Alte neu erstrahlt. Erscheinen wird, was noch verborgen, in Farben bunt das Leben malt. Es werde Licht für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine segnende Hand. Behutsam leise nimmst du fort die Dämmerung von jeden Morgen neu dein Wort. Es werde Kraft an diesem Tage und Mut zum Wirken in der Welt. Und sehen in jeder neuen Frage, die heute uns zur Rede stellt, es werde Kraft für die Menschen in leise nimmst du vor.
Papst Franziskus erinnert uns in diesem Jahr an das Wort Jesu aus dem Lukasevangelium. Seid barmherzig, wie Gott als euer Vater barmherzig ist. Gott ist barmherzig oder anders ausgedrückt, er hat ein Herz für uns, vor allem für die, die schwach und krank sind. Franziskus erinnert uns auch daran, um uns umeinander zu kümmern. Das kam in der Pandemie oft zu kurz. Es gab Kranke, die ihre letzte Zeit ihres Lebens in Einsamkeit auf der Intensivstation verbracht haben. Zwar begleitet von Pflegenden und Ärzten, aber getrennt von ihren Lieben und den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Kranke sind immer wichtiger als ihre Krankheit. Wir müssen den Menschen sehen, nicht den Fall oder die Krankheit. Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Würde, aber auch in seiner Verletzlichkeit. Franziskus prangert an, dass weltweit Bedürftige nicht die gleichen Chancen auf medizinische Behandlung haben. Das zeigt sich zum Beispiel in der ungerechten Verteilung der Corona-Impfstoffe. Kranke zu besuchen ist eine Einladung, die Christus an alle, die in seiner Nachfolge stehen, richtet. Wie viele Kranke und alte Menschen leben allein zu Hause oder in einer Einrichtung und warten auf einen Besuch oder einen Anruf. Der Dienst zu trösten ist eine Aufgabe für alle. Erinnern wir uns an das Wort Jesu: Ich war krank und ihr habt mich besucht. Danken mit meinem ganzen Herzen vor Göttern will ich dir singen und spielen. Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin, für deinem Namen danken, für deine Huld und für deine Treue. Denn du hast dein Wort größer gemacht als deinen ganzen Namen. Am Tag, da ich dich rief, gabst du mir Antwort. Du wächst Kraft in meiner Seele. Dir, Herr, sollen alle Könige der Erde danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören. In wie viel Not ich auch bin, du bist da, bei dir schöpf ich Kraft, find ich Halt. Spür ich Sicherheit. In wie viel Not ich auch bin, du bist da, bei dir schöpf ich Kraft, find ich Halt, spür ich Sicherheit. Sie sollen singen auf den Wegen des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn ist gewaltig. Erhaben ist der Herr, doch er schaut auf die Niedrigen. In der Höhe ist er, doch er erkennt von Ferne. Muss ich auch gehen inmitten der Drangsal? Du erhältst mich am Leben trotz der Wut meiner Feinde. Du streckst deine Hand aus, deine Rechte hilft mir. Der Herr wird es für mich vollenden. Herr, deine Huld währt ewig.
lass nicht ab von den Werken deiner Hände. Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte alle Kranken mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm nach. Wenn Weinen und Klagen nach Zukunft fragen, bring uns zur Ruhe, bring uns zu dir, bring uns Stück für Stück ins Leben zurück, bring uns zur Ruhe. Wenn wir Hilfe suchen, ratlos bleiben, wenn Kummer und Sorgen verdunkeln das Morgen, bring uns zu, bring uns zu dir, bring uns Stück für Stück ins Leben zurück. Der Papst ruft in jedem Jahr neu zum Welttag der Kranken alle Menschen auf, die Kranken nicht zu vergessen.
Auch unser Erzbischof knüpft daran an und wir freuen uns über seinen Impuls, auch wenn er heute nicht persönlich hier sein kann. Es ist schon erstaunlich, wie ein so winziges Virus unser aller Leben bestimmen und verändern kann. Seit nun 2 Jahren ist das Coronavirus weltweit aktiv. Dank vieler kluger Köpfe in Forschung und Medizin haben wir gelernt, mit dem Virus umzugehen. Manches können wir besser einschätzen und auch Risiken abschätzen. Die Impfung ermöglicht uns einen Schritt Richtung Normalität in dieser doch so speziellen Zeit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die vielen anderen Krankheiten, vor allem auch die schweren oder noch nicht heilbaren, ein wenig aus dem Blick geraten sind. Oder dass wegen Corona Operationen oder notwendige Behandlungen verschoben werden. Letztes Jahr habe ich das selbst erlebt, als meine Operation an den Weisheitszähnen verschoben werden musste. Umso wichtiger ist es, wenn wir die Erfahrung machen, dass Menschen, die im pflegerischen oder medizinischen Bereich arbeiten, sich Zeit nehmen, einem Kranken etwas erklären und damit Ängste verkleinern können. Sie sind oft mit ihrem ganzen Herzen bei ihren Mitmenschen, allen Belastungen zum Trotz. Ich könnte mir vorstellen, wenn Jesus heute leben würde, wäre er so ein Mensch. Jemand, der sich Zeit nimmt, der anderen Menschen sein Herz schenkt. Jesus, der Heiland. Eigentlich schade, dass dieses Wort aus unserer Alltagssprache verschwunden ist. Jesus, der Heiland, der heil machen kann, der Sie und uns heilen kann. Das hat nichts mit Magie zu tun. Ich glaube fest daran, dass er uns und Sie stärken will. In diesen Tagen lädt die Kirche ein, besonders für Sie und alle Kranken zu beten. Es gibt viele Tage mit einer besonderen Bedeutung und so ist der 11. Februar der Welttag der Kranken. Dazu hat Papst Franziskus seine eigene Botschaft an Sie geschrieben. Sein Schwerpunkt ist die Barmherzigkeit Gottes, der den Menschen sieht, auch in seiner Krankheit. Sie sind einzigartig. Jede und jeder Kranke ist einzigartig und hat eine besondere Würde. Franziskus fordert die Mitarbeitenden im Gesundheits- und Pflegebereich auf, sich nach dem Beispiel Jesu um Barmherzigkeit den Menschen gegenüber zu bemühen. Da sind wir wieder bei denen, die mit ihrem Herzen für andere da sind. Das ist Barmherzigkeit. Einrichtungen im Gesundheitswesen können so Häuser der Barmherzigkeit sein. Manchmal ist Heilung nicht oder nicht mehr möglich. Es ist aber möglich zu pflegen, zu trösten, Nähe zu zeigen. In unserer jetzigen Zeit ist es nicht immer einfach, Nähe zu zeigen. Da muss man schon kreativ werden. Das haben Sie sicher auch gemerkt und vielleicht schon leidvoll erfahren müssen. Ich wünsche Ihnen viel Geduld und Mut. Ich selbst habe erfahren, wie viel man davon braucht, wenn man krank ist. Umso mehr, wenn man bisher eher ungeduldig oder sehr selbstständig war. Ich wünsche Ihnen in Ihrem Kranksein Kraft, das auszuhalten, was auszuhalten ist, und die Hoffnung darauf, dass es gut ausgeht. Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtigen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht: Du meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich vertraue in der Not. Er weiß, dass Gott Gottes Hand ihn hält, wo immer ihm Gefahr umstellt. Kein Unheil, das im
seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all, dass nicht sein Fuß an Steinen Stein anstoße und verletzt mög sein. Denn dies hat Gott uns zugesagt, wer an mich glaubt, sei unverzagt. Ein jeder meinen Schutz erfährt, und wer mich anruft, wird erhört. Ich will mich zeigen als sein Gott, ich bin ihm nah in jeder Not. Des Lebens Fülle ist sein Teil, schauen wird er einst mein Heil. Guter und barmherziger Gott, dein Sohn ist in die Welt gekommen, um zu heilen, was verwundet ist. Er hat sich besonders den Kranken, den Verwundeten an Leib und Seele zugewandt. Er hat die angeschaut, die sonst übersehen werden. Er hat die berührt, die von allen anderen gemieden wurden. Er hat die in die Mitte geholt, die von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Im Vertrauen auf sein Wirken in dieser Welt und in uns bitten wir dich. Kranken, die unter Schmerzen, aber auch unter Ausgrenzung, Isolation und Einsamkeit leiden. Für die Angehörigen, die sich sorgen und aufopfern, die helfen und oft hilflos oder überfordert sind. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christus. Für die Menschen, die in Medizin und Krankenpflege tätig sind und bis an die Grenzen ihrer Kräfte für die Patienten arbeiten. Für die Kranken in den armen Ländern dieser Welt, die besonders unter der Ungerechtigkeit auch der medizinischen Versorgung leiden. Bleib mit deiner Gnade bei uns. Mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer. Für die Kranken auf der Flucht, in den Flüchtlingslagern und Krisengebieten unserer Welt, die kaum auf Hilfe hoffen können.
für die Kranken, die hier im Maßregelvollzug leben, für alle, die in ihren Zwängen gefangen sind. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Für alle Menschen, die unheilbar krank sind, und für alle, die im Sterben liegen. Für uns alle, dass wir füreinander da sind, wenn Krankheit, Tod und Trauer in unser Leben treten. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Für alle Menschen, die die Erfahrung von Gewalt und Missbrauch krank gemacht hat. Für alle, die leiden, weil sie als krank oder krampfhaft verurteilt wurden, weil ihre sexuelle Orientierung nicht der Norm der Kirche und der Gesellschaft entspricht. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Wir wollen auch mit Ihnen gemeinsam beten. Jetzt ist Zeit und Stille für Ihre eigenen persönlichen Anliegen. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Guter Gott, du bist in Jesus Christus Mensch geworden, ganz einer von uns. Du kennst die Angst, das Leid und die Schmerzen der Menschen und bleibst gerade in den dunklen Stunden unseres Lebens an unserer Seite. Voll Vertrauen beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen für alle, die krank sind an Körper, Geist und Seele. Für alle, die gerade mit uns gefeiert haben. Für die, die wir in Gedanken, im Herzen bei uns tragen. Gottes Hand halte dich behutsam in deiner Schwäche, in deinen Schmerzen, in deinen Sorgen. Gott halte dein Herz warm und stärke deinen Glauben, deinen Mut, deine Hoffnung auf ein gutes Morgen. So segne uns Gott, der uns Vater und Mutter ist, Jesus Christus, der Mensch wurde und Kranke heilte, und die Kraft des Heiligen Geistes, die uns stärkt und Hoffnung schenkt. Amen. Kranke besuchen ist ein Werk der Barmherzigkeit. Die Situation, in der wir uns nun schon seit 2 Jahren befinden, zeigt, dass auch äußerer Abstand manchmal barmherzig sein kann. Die aktive Zuwendung und Nähe zu Menschen, besonders zu den Kranken, lässt sich auf vielfältige Weise zeigen. Heute haben wir zusammen gebetet. Vielleicht schreiben Sie morgen eine Karte an einen Menschen, der auf ein Zeichen der Verbundenheit wartet. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie die Karten zum Welttag der Kranken kostenlos bestellen. Schön, dass Sie dabei waren und wir auf unterschiedliche Weise in Verbindung bleiben. Bleiben Sie behütet. Entbitten uns weiter bedrückt, bringen wir um es aus deinen Händen neu zu empfangen und dich zu entwenden. Du willst die Kraft deines Geistes uns senden, der unseren Maßstab von Liebe bedacht, was wir gewonnen und was wir gemacht. Lass es geborgen in deinen Händen Zeichen sein, dass wir uns ganz zu dir wenden. Dein Geist kann uns selber wandeln und senden, weil er in uns deine Liebe entfacht. Zu spenden, soweit wie uns deine Liebe.